komm, so gönnen wir was. Ich habe einen ziemlich großen Haul. Das ist wieder so dunkel, gell? Das geht nicht. Und es steht irgendwie komisch. Hm? Ja, ich habe einen ziemlich großen Haul für euch. Ein Teil der Bestellung von meiner Sensi Taschenparty ist gekommen. Ich hatte zwischendurch schon etliche kleine Pakete hier bekommen, aber das hat sich nie gelohnt. Aber das hier ist schon massiv. Ich kriege den jetzt auch nicht hoch hier oben. Und würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar von der Taschenparty habe ich ja euch beim letzten Mal erzählt. Ne? Also das lohnt sich wirklich. Ich war sehr, sehr happy. Ich habe sehr viel erreicht und deswegen macht es einfach. Ja, ich sehe total zerrupft aus. Ich komme gerade vom Frühdienst. Ja. So, wir fangen jetzt an. Einmal habe ich hier den Sensi Go in Rose Gold. Den packe ich jetzt nicht aus, weil wie gesagt, das ist nichts für mich. Ich habe den in Silber. So, und Sensi Go ist mit Ventilator und da kommen diese Pots rein. In diesen Pots sind beduftete Kügelchen und hier kann man entweder einen Pot oder zwei Pots reinpacken und kann den dann mitnehmen, wohin man will. Ich habe den im Auto stehen und der ist einfach nur genial. Hier ist für den Ventilator anzumachen. Da drückt man drauf und dann, ja, hier sieht man, da leuchtet jetzt das Lichtchen. Das heißt, er ist an und beduftet mich. Ich habe jetzt Pai Oh Mai hier drin. Das ist zimtig, apfelig, lecker. Ja, und hier unten, da seht ihr so eine Glühbirne. Hier kann man halt das Licht anmachen und dann hat der Farbwechsel. Und ich finde den einfach super genial, weil, wie gesagt, ich kann den überall hin mitnehmen. Erkennt ihr die Farben eigentlich jetzt? Nee, ne? Doch, so ein bisschen. So, jetzt fängt der Farbwechsel richtig an. Ja, du bist halt ungebunden. Hier ist so ein Stecker für USB, da wird der auch mit geladen. Also tippitoppi. Und wie gesagt, ich habe ihn im Auto und wenn man dann wieder verreisen darf irgendwann, dann werde ich den noch mitholen und dann steht der im Hotelzimmer oder wo auch immer ich dann bin, weil, ja, der geht automatisch aus nach 3 Stunden. Aber ich kann hier auch noch einen Eco-Modus einstellen. Dann ist der, wie war das noch? Ich glaube eine Minute aus und läuft dann wieder für 30 Sekunden. Aber das habe ich jetzt noch nicht so, weil noch nicht so für mich hier gemacht. Entschuldigt, ey, eigentlich dürfte ich noch gar kein Video drehen. Ich müsste erstmal runterfahren. Aber ich habe heute noch mehr auf dem Zettel stehen. Deswegen drehe ich das Video jetzt. Ja, auf jeden Fall toller Farbwechsel und ich liebe meinen Sensi Go. Den lassen wir jetzt auch mal an hier. Soll ich den vielleicht mal so hier hinstellen? Ja. So, dann machen wir mal mit den Düften weiter. Ich werde das nachher mal sortieren. Die kann ich jetzt natürlich nicht öffnen, weil nicht für mich. Dann haben wir einmal Simply Black Cherry und genau das ist es. Es riecht nach schwarzer Kirsche und ultra lecker. Dann Black Orange Marmalade und das riecht halt schön nach Beeren. Ein bisschen zitrig durch die Orange, aber da kommt halt auch eine Süße raus durch die Marmelade. Also man riecht auch, dass dunkle Beeren sind. Ja, dann All Year Favorite Winterberry Apple Tea.
habe ihn aktuell in der Küche. Ein wunderschöner, für mich schon Herbstduft. Also ab Herbst darf es bei mir nach Winterberry Apple Tea riechen. Das sind halt Winterbeeren, Äpfel und Tee. Aber mit einer leichten, zimtigen Würze, der riecht unfassbar lecker. Das ist nicht für nichts ein Bestseller seit, ja, seit vielen, vielen Jahren. Jo, Pink Cotton, das war damals, als ich die Beschreibung damals gelesen habe, habe ich gedacht, das kann nichts sein. Das kann nicht, nee, geht gar nicht. Und zwar, ich könnte mittlerweile alles auswendig wissen, ne? Saubere Baumwolle, rosa Beeren und Vanillezucker. Aber der riecht so unverschämt lecker. Das riecht halt wirklich frisch. Und dann kommt halt die Süße von der Vanille und die Beeren. Also das ist eine ganz wunderbare Kombi. Und Pink Cotton. So, was haben wir denn hier noch? Just Breeze. Ein richtig schöner, frischer Duft. Den mache ich auch jetzt zwischendurch mal an, wenn ich wirklich clean brauche und ja, keine Lust auf Zimt und Co. habe. Und Just Breeze ist Eukalyptus, Zitrone und Minze. Aber das ist jetzt auch eine ausgewogene Mischung. Der Eukalyptus ist nicht dominant und dieses Zusammenspiel von Minze, ein bisschen Eukalyptus und dieses Zitrische ist wunderbar. Und der, ja, das reinigt. Für mich ist das reinigend, wie gesagt. Ich habe auch Tage, da kann ich hier kein Zimt-Weihnachtsgedöne mehr riechen, dann mache ich mir Just Breeze rein. Und dann geht's wieder. Blueberry Rush. Blueberry Rush ist, Moment, Heidelbeeren, Preiselbeeren, schwarze Johannisbeeren und Granatapfel. Also ein wunderschönes, eine wunderschöne Komposition aus Blaubeeren und du riechst die anderen Beeren. Und der riecht süßlich und der sticht nicht in der Nase. Blueberry Rush, toll. Auch das Wachs, ne? Die Wachsfarbe. Blau, kann nur gut sein. Ja, Schimmer. Schimmer geht immer. Schimmer. Schimmer, ein Bestseller. Das erinnert mich immer noch, das hatte ich euch ja schon mal gesagt, an ein Parfüm. Ich weiß, ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, an welches. Schimmer hat süße Kirschen, samtige Aprikosen, weißer Moschus und Zuckerfäden. Und das ist so lecker. Christmas Cottage. Der war jetzt ganz, ganz lange ausverkauft und was kein Wunder ist, weil Christmas Cottage ist auch ein Bestseller. Spanische Orangen, Himbeeren, Nelken und Gewürze. So, ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein Problem mit Nelken habe. Aber, ich wusste irgendwann, ne, macht das plopp. Aber der ist, die Nelke ist hier überhaupt nicht dominant. Ganz im Gegenteil. Du riechst dieses Süße von den Orangen und den Himbeeren und halt ein bisschen Gewürz. Aber eine wirklich, wirklich tolle Kombi und ein schöner Weihnachtsduft. Was haben wir noch hier?
Chaka. Chaka ist maskulin. Wo bist du? Chaka ist, also wird den Hölzern zugeschrieben und Chaka ist Sandelholz, Bergamotte und Limette. Ich liebe alles, was mit Sandelholz zu tun hat und ja, Chaka ist toll. Den habe ich oft im Schlafzimmer an. Ein super Duft. Lemon Verbena habt ihr auch schon oft bei mir gehört, gesehen. Ich liebe diesen Duft und Zitrone und in der Kombination mit dem Eisenkraut wunderbar. Und das Eisenkraut ist nicht zu dominant, also dann nur krautig riecht, nee, das ist eine wunderschöne, ein wunderschöner, frischer, zitrischer Duft mit einem Schuss Kraut. Der macht auch so. Ja, der reinigt auch so. Also, ihr wisst, wie ich das meine, wenn ich sage, der reinigt. Ne? So, wenn die ganzen schweren Zimtdüfte und ja, der reinigt. Der ist bei mir auch immer, immer da. Jo, dann haben wir noch Pots für den Sensi Go in Pink Cotton. Nochmal Lemon Verbena. Die verpacken immer wahnsinnig gut. So, dann haben wir zweimal die Mini-Duftlampe Alabaster. Da sind immer diese Gummiringe bei. Alabaster ist schlicht Porzellan, aber das ist auch so ein Biskuit-Porzellan. Das Schälchen ist glasiert und auch ein wunderschönes Licht machen die. Und Alabaster passt überall hin, weil das wirklich klassisch ist, rein weiß ist, kein Schnickschnack drin ist. Also Alabaster ist schön und dann gibt es auch als großen Warmer. So, zumachen tue ich gleich. Oh komm, jetzt bin ich dabei. So, und den habe ich wie gesagt zweimal. Dann haben wir hier die Halterungen für die Mini-Duftlampe. So, und jetzt glaube ich haben wir nochmal Wachs. Ich habe mir hier eben ein Messer hingelegt. Moment. So, geöffnet. Noch dreimal Schimmer. So. Aloe Water und Cucumber. Also Aloe Wasser und Gurke. Ein ganz leichter Duft. Aber wunderschön frisch und clean. Für Badezimmer tipptopp. Nix, also für mich nichts für einen großen Raum, weil der mir, ich mag es ja krachig, ne? Mir ist der ein bisschen zu schwach auf der Brust, aber der ist heiß geliebt. Ja, dann World Traveler, den liebe ich auch ohne Ende, ist auch in der hölzernen Kategorie Brombeere, Granat, Apfel und Eiche. World Traveler habe ich auch schon immer, weil der ist bam, das ist auch wirklich ein Powerhouse und wer den zum ersten Mal hat, der fängt auch bitte erst mit einem Würfel an, weil der ist wirklich richtig krachig. Just for you, ein schöner Tannenduft. Aber mit ein bisschen Süße. Und zwar ist da Brombeere drin, Tannenbalsam und Kiefernadeln. Ihr habt damals gesehen, wo ich den zum ersten Mal geschnuppert habe. Ich bin fast umgefallen. Und ich habe, glaube ich,
sechs Bars hiervon, weil ich liebe Tannennadeldüfte. Hack in the Mug. Für alle die, die auf Foodie stehen. Hack in the Mug ist Schokolade, Haselnuss und Plätzchenteig. Es ist einfach lecker. Und wenn man das Ganze noch, also gemischt habe ich das schon mit Apple Cherry Strudel oder Vanilla Bean Buttercream. Oh. Da kriegt man Hunger, das ist auch nicht immer gut. Ja, wenn man vom Teufel spricht, Vanilla Bean Buttercream, Buttercreme, Rohrzucker und Vanilleextrakt. Für alle die, die wirklich süße, foodige Düfte riechen, gerne riechen. Lecker, ist auch nicht umsonst ständig ausverkauft. Sheer Leather. Und das riecht wirklich wie Leder. Bergamotte, einen dezenten Hauch von Leder und Sandelholz. Ist auch ne, in der hölzernen Kategorie. Der ist richtig kräftig und richtig maskulin. Oh, ich feiere diesen Duft und viele meiner Mädels hier auch. So. Apple Cherry Strudel, habe ich gerade eben gesagt. Apfel, Kirsch, Streusel, Strudel. Der ist lecker. Es kommt zuerst die Kirsche sehr dominant raus. Dann im Abgang ein bisschen Apfel. Und ganz zum Schluss bleibt der Teig übrig. Also der ist richtig lecker. Ihr lebt noch. Cozy Cardigan, habe ich ja vor Monaten neu für mich entdeckt. Cozy Cardigan, Velourleder, Rosenblüten und Amber. Und das ist auch, ja, wie so ein Kaschmirduft und warm und auf dem Sofa kuscheln und ja. Das ist Cozy Cardigan und oh, lecker. So. Very Merry Granberry. Für mich zu schwach auf der Brust. Das ist, für mich zu schwach auf der Brust. So, wo bist du denn? Da. Winterbeeren und Zedernholz. Da ist mir aber definitiv viel zu wenig Zedernholz drin und für mich zu schwach auf der Brust. So. Jetzt geht es los. Oder auch noch nicht. Muss ich gleich mal hier gucken. So, Satin Sheets, das ist, da freue ich mich, Sandelholz und Vanille und dann auch einer meiner absoluten Lieblingsweihnachtsdüfte, Cranberry und Tinsel, also Preiselbeeren und Tannennadeln und das ist auch ein Bestseller. Na, wo bist du denn? Preiselbeeren, Tannennadeln und Zedernholz und den feiere ich auch, diesen Duft. Der ist, die Kombi ist so unfassbar schön, das ist schon unverschämt. Was haben wir noch hier? Pima Cotton,
Den mag ich auch nicht so. Ja, also der ist nicht schlecht, aber das ist jetzt nichts, was auf meiner Favoritenliste steht. Lilien, Fräsien und Jasmin. Einmal das. Luna ist ja auch ein absoluter Bestseller bei Sensi und das auch nicht ohne Grund. Der ist auch super lecker. Jasmin, Duftwicke, Fräsien, saftige Beeren und nochmal Just Breeze. So, jetzt muss ich hier erstmal sortieren, damit ich kann natürlich nur die öffnen, die für mich sind. Und zwar ist das aus dieser Schlag mich tot, dieser Special-Kollektion. Ich versuche das nochmal rauszufinden. So, also, ich habe jetzt hier die Düfte der Weihnachtskollektion, aber den, auf wo ich mich am meisten gefreut habe, der fehlt noch bei mir. Fangen wir an. Blue Christmas. Ein Festtagsduft aus Orangenschalen, Nelken, festlicher Kiefer und Zimtstangen. Da bin ich jetzt gespannt und das wird irgendwie immer dunkler. Ja, man riecht die Kiefer sehr, sehr deutlich raus. Oh, gepaart mit ein bisschen Süße, aber ich rieche jetzt hier keine Nelke. Aber die Düfte sind auch noch ziemlich kalt, aber ich denke nicht, dass das so dominant wird. Ich habe hier gerade mein Handy liegen, damit ich euch die Beschreibung geben kann. Dann Perfect Peppermint. Da ist nur Pfefferminze drin und ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass das so eine stechende Pfefferminze ist. Nee. Also dann, okay, es ist Pfefferminze. Und du kriegst auch echt die Nase frei. Das ist nur Pfefferminze, aber jetzt nicht, dass einem die Tränen in die Augen treibt. Also gut, das lecker. Ja, dann Redberry und Spruce. Nee, dann kam Gingerbread Hugs. Das kann ich jetzt nicht öffnen, weil das, ne, für eine meiner Mädels ist. Das ist frisch gebackener Lebkuchen mit Noten von Vanille und Muskatnuss. Umhüllen Sie mit der wärmsten, süßesten Umarmung. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das ein süßer Lebkuchen ist und die Gewürze da nicht zu dominant sind. Also ich möchte da Süße rausriechen, aber kann ich ja jetzt nicht. Dann Redberry und Spruce. Eine fröhliche Mischung aus Preiselbeeren, Himbeere, verwirbelt mit einem Zweig der Blaufichte. Oh, ist der gut. Oh Gott, ist der gut. Oh. Da riechst du die Süße von den Beeren. Oh, und das ein bisschen Tanne. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das eine Blaufichte ist, aber du riechst Tanne. Der wandert in meinen Club. Der wandert definitiv in meinen Club. Der ist fantastisch.
fantastisch. Also diese, wenn man sich das so anhört, ja, ein Tannennadelduft mit was Süßem, da denkt man ja erstmal, bäh. So. Aber, nee, nicht bäh. Lecker. Also der ist gigantisch. Der ist gigantisch. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Versailles Wonderland, der soll nach Orangenschale, Zitronenschale und Zimtstange über frischen Tannennadeln. Da bin ich ultra gespannt drauf. Okay. Ich rieche definitiv die Orange raus. Oh, der ist interessant. Der ist richtig interessant. Also ich rieche die Orangenschale und ein bisschen was Zitrisches. Zimt rieche ich gar keinen. Aber ich rieche die Tannen. Also sehr, sehr interessant. Richtig lecker. Richtig gut. Also da bin ich gespannt, wenn der warm ist. Ich denke, dann kommt der Zimt mehr raus. Die Düfte, das ist gerade erst gekommen, ne? Die Düfte sind eisenbitterkalt. Mein Favorit hiervon ist wirklich Red Berry and Spruce. Ultra lecker. Ja, mein Gingerbread Hacks. Ich hoffe, das kommt bald, weil da habe ich mich sehr drauf gefreut. Happy. I am very, very, very happy. Ja, das war wieder ein kleiner Teil. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und es lohnt sich. Macht wirklich, sprecht eure Beraterinnen an, wenn ihr schon eine habt. Ansonsten meldet euch bei Sandra. Ich verlinke euch diese Seite. Ihre Nicole. Ich bin noch nicht runtergefahren. Ich verlinke euch ihre Seite wieder in der Infobox und dann schreibt sie an. Also wie gesagt, auch zu Zeiten von Corona, wo man ne, keine Party machen kann, dann schnappt euch die Dufttasche und gebt die rund. Und glaubt mir, Mädels, es lohnt sich. So, ich wünsche euch noch was. Ja, und wir sehen uns zu den nächsten Sensi-Videos. Oh. Macht es gut. Bis demnächst.